Wir sind die Lebensmittelretter und heute zeigen wir euch, wie wir aus abgelaufenen Lebensmitteln oder Lebensmitteln, die nicht mehr verkauft werden können, noch tolle Gerichte zaubern können. Die Veranstaltung ist mir heute sehr, sehr wichtig. Deshalb bin ich auch selber zu dieser Veranstaltung gekommen, um hier aufzuhören, um hier aufzuklären. Denn es steht ja immerhin eine Zahl von 11 Millionen Tonnen hier in den Raum, das uns so umgibt. 11 Millionen Tonnen werden nach Auskunft des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung hier jedes Jahr weggeworfen. 78 Kilogramm pro Einwohner bzw. Verbraucherinnen und Verbraucher wird hier weggeworfen. Und das ist einfach zu viel. Das kann so nicht weitergehen. Dafür müssen wir kämpfen. Und deshalb gilt es auch hier auch wachzurütteln und entsprechend aufzuklären. Hier beginnen wir mit einer Salatsuppe. Hierfür wird der geputzte Salat zusammen mit Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch angedünstet. Mit Brühe und mit Milch wird das Ganze aufgegossen und anschließend zu einer sämigen Suppe püriert. Für unseren Gemüsecocktail schneiden wir Gurken, Antipasti und Paprika klein. Im Anschluss wird das Ganze mit Creme Fraiche verrührt und in Türmchen geschichtet. Zum Schluss geben wir einen Noppen aus geräucherter Forelle mit Frischkäse auf die Törtchen obendrauf. Schau, das sieht fein aus. Und lecker, aber es soll ich auch sagen. Schmeckt voll. Schmeckt ganz klasse. Hallig frisch. Toll. Ganz frisch. Für das Zitrusfrüchte-Dessert werden Orangen und Mandarinen zusammen mit Vanille in die Gläschen eingeschichtet. Im Anschluss wird darüber ein Zitronenjoghurt zusammen mit Dickmilch gegeben. Okay.